Wie ist das, der geht nach einem kaputt? So, also ich meine, wegen Herzteilen und sowas, das ist mir eigentlich relativ Latten. Hier habe ich jetzt auch nicht so das 100% bestreben, weil, wie gesagt, ich bin ja einfach froh, wenn ich das Spiel schaffe, ne? Also, es hätte jetzt auch nicht unbedingt was mit Schwierigkeit zu tun, aber ich komme mir sonst einfach nicht weiter, das merkt ihr schon selbst. Was hier, wo ich da so hin musste? Ja, genau, und dann war der große Raum. Wenn ich mich da fallen lasse, dann müsste ich eigentlich direkt wieder an der Tür erscheinen. Aber schon fies, aber hier haben die keinen Boden eingebaut. Also man sieht nicht, dass man da auf dem Boden landet. Aber da habt ihr, glaube ich, auch gesagt, mit einer Ausnahme. So. Ich glaube, hier ist hier. Und jetzt. Bingo! So. Wo bringst du mich jetzt hin? Aha. Interessant. Kann ich jetzt wirklich noch mal ein bisschen meinen neuen Stab ausprobieren? Okay, dich fange ich lecker ein. Pschaums! Keep it in the bottle. Keep it safe in the bottle. Noch ein bisschen den hier machen. Ui! Ah, bleib hier! Niemals! Na ja, gut. Oh, jetzt noch ein Schlüssel oder reicht mir der eine jetzt hier aus? Verstehe ich noch nicht so ganz. Mal gucken, was ich hier schon alles übersehen habe, was ich noch hinterher brauchen werde. Ja, gib mir auch schon wieder ein bisschen auf den Keks. Ich habe nicht weggeschmissen, den Schlüssel, oder? Nee, habe ich nicht, okay. Okay, hier interessiert mich das schon, ob es hier sonst noch so gibt. Muss hier irgendeinen tieferen Sinn haben, oder? Ich geh kaputt, ne? Was ist das hier alles? Was ist das? Ich verstehe es nicht. Ich bin schon wieder hier? Ich hab's nicht. Aber nee, hier war ich noch gar nicht. Also zumindest hier sieht es für mich sehr unbekannt aus. Lass mich mal ein bisschen in Ruhe. Okay, jetzt bin ich da oben. Ich muss ja irgendwie runterkommen. Das habe ich, verstanden. Weil da hinten am Ende des Ganges. Ist wo man eine Tür, die ich öffnen kann. Würde ich auch sehr gerne öffnen. Da schniesel ich jetzt. Oder ich versuche da irgendwie mal hinzuschnieseln. Also ich muss über diese lustigen Dinger. So, wie muss ich da hin? Okay, über den großen Raum geht es irgendwie wahrscheinlich runter. Boah, ist das ein. Ist das eine Map, ey? So, gehen wir mal hier runter, genau. Und da muss ja irgendwie oben durchkommen. Ach, da oben, okay. Sorry. meine eigene Doofheit. Dankeschön. Okay, ein bisschen Magie wäre aber nicht schlecht. Okay, wie kriege ich das denn jetzt gelöst? Magie ist gut. Es gibt zwei Durchgänge. Warum? Jetzt nochmal runter. Da ist bestimmt ein Herz da rechts drin. Okay, Dunkelheit finde ich nicht so geil. Vor allem nicht, wenn ich hier auf mich schieße, die Schweine. Was habe ich jetzt geöffnet? Ich muss nicht in der Dunkelheit was schieben. Oh mein Gott, okay. Eine Ende zum anderen oder was? Ich habe jetzt nichts Schiebbares oder Bewegliches gefunden. Ah, ich bin so dumm. Ich hab doch meinen Stab. Ah, komm. Mein Gott. Geh doch mal da weg! Jetzt machst du doch mal kaputt. So, zack. Jetzt einmal, zack. Wieso klappt das nicht? Oh mein Gott. Ich möchte dieses Dungeon nicht nochmal machen müssen. Bin hier ehrlich. Au. Le Zauber de Puder. Dankeschön. Haben die keinen tieferen Sinn? Mir ist das egal. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Heute kriege ich auch immer ein bisschen Kopfschmerzen. Das nervt echt, ey. Boah. Kannst du mich mal bitte was zeigen? Au. Herz, nein. Nicht mal das gönne ich mir, ne? Das ist unglaublich. Mein Gott, ich treffe die Löcher nicht. Hey, Dennis. Das Problem ist, du hast nicht das erste Mal. Okay. Ah, guck mal, da war ein Durchgang. Habe ich doch richtig geguckt. Geguckt. Okay, ich gehe aber trotzdem erstmal nach oben. Einfach nur mal gucken, was hier ist. Eigentlich viel. Kommen wir auch nicht lang.
Aha. 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 Ich versteh's. Ach, guck mal, hier ist doch. Aber kann ich immer noch nicht machen, ne? Weil mir die Superbomben fehlen. Oder was jetzt? Doch, tatsächlich. Warum kann ich manche Treffen kaputt machen, manche nicht? Deswegen, eure Bemerkung. Dennis, da war doch ein Spalt. Warum machst du das denn nicht? Hat nicht Hand und Fuß. Nee, nee. Oh, dafür hat sich, ob ich das dafür gelohnt habe, hat er jetzt mal dahingestellt. Aber ich hab heute ja schon in der Aufnahme bewiesen, dass das nicht immer so ist. Ah, das nervt auch. Ja, komm. Plups. Komm, sag mal, dann will ich nochmal ein. Ja! Okay, ich hätte nicht gedacht, dass du so schnell bist. Pfeil. Und wieder ganz am Arsch der Welt. Naja, das war so klar. Moment. Ich mach den einfach mal rot. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Kein Plan. Das werden wir gleich wahrscheinlich feststellen. Oh. So. Nein, es war gut. Cool. Oder auch nicht. Wenn das jetzt nicht kaputt geht, ne, dann... Nee, das fände ich ziemlich doof. Ah, danke schön. Ah! Was bist du denn? Ich hab ich noch nie gesehen. Ach, guck mal. Gott sei Dank, wenn du jetzt da durchpasst, das wäre auch böse. Natürlich existieren die Dinger wieder. Okay, die habe ich wahrscheinlich gar nicht kaputt gemacht. So, Leute. Was geht ab? Ach, du Scheiße. Was mir jetzt nicht gefällt, sind diese ganzen Blöcke. Ich habe hier keinen Bock auf Schiebescheiße. Wo kommt ihr her? Au. Gehen wir erstmal hier lang. Haha. Aus der Luft habe ich dich gefischt, du Sack. Ich mach einfach wieder rot an. Ui. Schwuppdieb. Okay, das ist auch nochmal ein Herz. Den drehe ich jetzt einfach mal gekonnt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Denkt dran, wenn ich hier irgendwas Wichtiges übersehen habe, ne? So saget mir bitte Bescheid. Oh, wir sind beim Boss, okay. Weil ich würde heute eigentlich wirklich einfach gerne das Dungeon einfach nur beenden. So, los geht's. Ach du Scheiße! Was geht hier ab? Okay. Bleib mal weg. Kann ich hier wieder. Wie viel ziehst du ab? Das ist doch Quank! Oh mein Gott. Okay. What the fucker? Okay, da muss ich aufpassen. Kann ich das irgendwie erkennen am Auge, wann der schießt? Also, so viele Augen sind das nicht mehr. Okay. Ja, gut, das ist eigentlich recht easy. Was ich gut finde an den Augen ist, die hauen nicht sofort ab. Also die fliegen nicht so weit weg, wenn ich sie treffe. Au. Au. Ich habe 5 Feen gesammelt. Also da dürfte eigentlich hinkommen. Ich habe noch immer noch 4 Augen zu töten. Oder auch ein großes. Was? Der Schleim tötet mich. Ich habe doch Feen. Belebe mich wie... Ich wollte gerade sagen. Ich wusste nicht, dass da oben der Schleim, dass er mich auch kaputt macht. Habe ich jetzt 2 Feen verbraucht, weil die hat 2-mal piep, piep gemacht? Nee, okay. Okay. Komm ab. Ach, verdammt! Lad doch dein scheiß Schwert auf, ey. Okay. Pams! Also viel aushalten tut er ja, ne? Okay. Dann wäre dieses Thema auch durch. Mein Gott, 2 Dungeons geschafft! Oh mein Gott! Durch immer schön mit Verwirrung, ne? Hier von wegen, ja, keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss und so. Aber das Ergebnis finde ich gut. Oh, was für eine epochale Musik. Oder eine triumphale ist besser ausgedrückt. Und ich habe hier super viele Sachen nicht erforscht. Zug zu, wegen dir kann ich nun bla 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 bla, böse Monster. Dankeschön. Ganon hat uns gefangen, weil er nicht das Siegel der Weisen Männer mit seiner eigenen Kraft brechen konnte, alleine. Und dann benutzte er den Zauberer Aghanim als seinen Gefährten. Er hat uns in die dunkle Welt gezogen. Nachdem das Siegel gecrackt worden ist mit unseren Kräften, hat er uns in diesen Kristalle, ja, versiegelt, eingesperrt. Dann hat er uns... Was? He then gave us to his loyal monsters. Er hat uns dann zu seinen loyalen Monstern gegeben. Aber Gen hat nicht geplant, dass du so weit kommst.
Jetzt wartet Prinzessin Zelda darauf, dass du in den Schildkrötenfels gehst. Bitte beeil dich. Was? Ja. Immer diese. Ich verstehe diese Frage nicht ernsthaft, ne? Bla 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 bla. Ja, ja, immer das gleiche. Ja, wunderbar. Es verbleibt nur noch ein Dungeon. Mein Gott. Das hätte ich ja beim besten Willen nicht erwartet. Gut, die Frage ist nur, was sind die Voraussetzungen? Habe ich alles, was ich brauche? Wahrscheinlich nicht, ne? Werde ich beim nächsten Mal erstmal noch nicht gucken. Ich versuche erstmal so dahin zu kommen. Weil ich komme ja zumindest jetzt schon mal über die Stacheln hinüber. So glaube ich zumindest zu wissen. Wir können eigentlich schon mal wieder in die normale Welt wechseln. Wir können wahrscheinlich, denke ich mal, mit unserem lustigen Vöglein irgendwo hinfliegen. Und dann hoffentlich ein Portal... Oh mein Gott, ich habe noch einen Fee. Dann hoffentlich ein Portal fertig machen. Ich gucke mir gerade mal an. Dankeschön. Ich weiß nicht, kann sein, dass ich jetzt hier vielleicht noch das Schwert übersehen habe. Oh mein Gott, okay. Es ist ganz weit weg. Aber da oben ist natürlich auch eine andere Welt. Ah, Moment, ich komme ja... unterm Schloss bin ich, okay. Gut, müssen wir beim nächsten Mal einfach mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Das war's für heute. Wir haben allerdings geschafft. Also war es jetzt auch, glaube ich, eine recht lange Aufnahme. Boah, Fehler, nein, aber schon okay. Da war, glaube ich, 2 Stunden oder über 2 Stunden. Minus dem Rausspielkram sind wir ziemlich genau wahrscheinlich bei 2 Stunden oder 1,50 angekommen. Glaube ich, bisher die längste Zelda-Aufnahme von mir. Aber ich wollte das unbedingt noch schaffen. Erstmal der Eispalast, der eigentlich einigermaßen gut ging nach anfänglichen Schwierigkeiten, bis ich mal den Tempel gefunden habe und alles. Aber dafür haben wir jetzt noch eine Flasche mehr bekommen, wir haben 2 Herzteile mehr bekommen. Das letzte Dungeon war auch echt in Ordnung, obwohl ich super viel übersehen habe, aber zumindest nicht erkundet habe. Wenn nur Herzteile oder so waren, sagt es mir bitte trotzdem. Ich werde es eh zu spät erfahren, weil ich denke mal, bis ihr diese Videos seht, werde ich eventuell sogar schon durch sein mit dem Spiel, weil ich weiß, dass nicht mehr viel kommt. Zelda Dungeon sei Dank, ne? Die haben jetzt ein Kapitel aufgeteilt, um genau zu sein. Kommst du auf 2, einmal Turtle Walk und dann nochmal was anderes. Nur ich weiß nicht, wie umfangreich diese beiden Kapitel sind, beziehungsweise was ich dafür noch brauche. Und gerne könnt ihr mir mittlerweile sagen, was ich schon alles übersehen habe. Auch wo die Sachen sind. Weil ich weiß, vielleicht komme ich auch nicht weiter. Und da muss ich mich einfach selbst informieren, klar. Aber ich interessiere es einfach, weil ich finde das Spiel echt geil. Also hier, weil die 92 kann man, glaube ich, raus oder 91 oder 93, irgendwas dazwischen. Und wie viel scheiß Geheimnisse es hier gibt und so, ne? Wie viel optionalen Kram. Und ich stehe eigentlich voll auf optionalen Kram. Aber sowas blind zu Let's Playen und einen ganzen optionalen Plan zu machen, das wäre bei Final Fantasy, würde die auch nicht gut klappen. Ne? Das ist zwar jetzt kein Rollenspiel, aber es hat schon sehr krasse Rollenspiel-Einschläge. Deswegen, ja. Sehe ich das jetzt hier nicht so eng, deswegen habe ich hier auch keine 100% reingeschrieben, bewusst nicht. Weil ich habe bei den anderen Zelda-Teilen auch schon nicht 100% bekommen, weil ich keine Lust habe, irgendwo in irgendeiner Ecke irgendeinen Stein zu holen, der dann mir dann vielleicht ein Viertelherzteil gibt oder so. Was sind dann 100%? Hol ich dann auch alle versteckten Rupies, ne? Also okay, bei 100% hätte ich jetzt in diesem Fall gesagt, gut, alle Gegenstände, alle einmaligen Gegenstände, die ich bekommen kann. Ja, und ob ich so weit komme, weiß ich nicht, ne? Muss man mal gucken, ich gehe nicht davon aus. Na gut, aber das war's dann erstmal für heute. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht hole ich beim nächsten Mal, damit ich übrigens ein bisschen was zeige, die Superbomben nach und die 4. Flasche. Weil die beiden Sachen kann ich, glaube ich, auf jeden Fall machen. Und den Herzteil habe ich schon massig übersehen. Das kann ich euch sagen. Ich gucke auch nochmal, glaube ich, schon vor, was es hier noch so für Items gibt. Und dann werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal auch noch direkt mitholen. Diesmal gucke ich dann zwar im Voraus im Internet, das mag ich zwar nicht. Aber gut, bevor ich dann nächstes Mal nicht in das Dungeon reinkomme, ne? Weil mir irgendwas fehlt. Und ich dann einfach nur sage, ja, das war's mit der Aufnahme. Immerhin sind wir da hingelaufen. Ist ja auch scheiße. Aber genug gelabert. So, das war's, wie gesagt, für heute, ne? Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich beim nächsten Mal bei Turtle Walk wieder. Also, bis dahin. Tschüss, tschüss.